Katzenfans, hergehört. Kennt ihr eigentlich schon diese drei Top-Ziele für alle, die Katzen mindestens so sehr lieben wie wir? Kuching in Malaysia, wortwörtlich die Katzenhauptstadt. Kuching heißt nämlich übersetzt die Stadt der Katzen. Und das wird hier sehr ernst genommen. Die Einwohner haben Katzen quasi zu ihrem Wahrzeichen gemacht. Ihr findet hier überall passende Street Art, ein weltbekanntes Katzenmuseum, Statuen und natürlich echte Katzen. Die berühmteste Katzenstatue befindet sich übrigens an der Panduang Street. Eine weiße, winkende Katze, die je nach Festivität oder Anlass ihr Outfit wechselt. Stylisch! Aoshima in Japan. Vielleicht habt ihr von der berühmten Katzeninsel ja schon einmal gehört. Von der Präfektur Ehime aus könnt ihr die Insel mit der Fähre erreichen. Euch erwarten keine Restaurants, keine Kiosks, nicht einmal Autos, nur eine Handvoll Einwohner und wirklich, wirklich sehr viele Katzen. Insgesamt gibt es hier 6-mal so viele Katzen wie Bewohner. Wir finden, hier stimmt das Katze-Mensch-Verhältnis endlich mal. Hutong, Taiwan. Ein unscheinbares Dorf, das früher hauptsächlich Bergbauern und Kohlearbeiter beheimatet hat. Heute ist sein Image völlig neu erfunden. Hunderte von Katzen leben hier und werden quasi verehrt. Das perfekte Ziel, um sich alte Kohlwerke anzusehen, Samtpfoten zu kuscheln, Katzensouvenirs natürlich zu sammeln und sich entweder ein Katzenbier oder einen Cat Foam Latte zu gönnen. Übrigens, angefangen hat der Katzenhype 2008. Damals hat ein Einwohner seine Nachbarn davon überzeugen können, sich etwas mehr um streunende Katzen zu kümmern. Heute sind dort alle ansässigen Katzen liebevoll gepflegt, kastriert und geimpft. Welches Reiseziel für Katzenfans kennt ihr?